Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Starfield. Falls euch das überhaupt auffällt und ihr meint, es sieht ein bisschen anders aus, dann liegt es daran, dass ich die Filmkörnung entfernt habe. Denn ich habe mal ein bisschen gegoogelt, warum meine Aufnahmen so extrem groß sind. Also als Beispiel zwischen 40 und 45 Minuten sind fast 250 GB groß. Und es liegt wohl angeblich an der Filmkörnung. Jetzt werden wir mal schauen, ob das wirklich so ist. Beziehungsweise ich sehe es dann nach der Episode, so wie groß das Pfeil dann ist. Weißt du, diese feindseligen Welten faszinieren mich am meisten. Wie kann das Leben sich an diese Bedingungen anpassen? It's nature! Kann es das überhaupt? Okay. Wir müssen... Ja, moin. Wo müssen wir hin? Da hinten? Also, Moment mal. Bin doch nicht falsch gelandet. Nee, nee, ist effektiv da hinten. Okay. Wollen wir hier mal ein bisschen schweben? Das funktioniert überraschend gut. Cool. Sehr geil. Level-Ups sind schon geil. Hier landen. Ja. Hier ist irgendwie ganz viel nix. Wir werden doch da 100 Pro nicht einfach mal so reinlaufen können. Okay. Können wir da einfach so reingehen? Anscheinend ja. Ich möchte vielleicht... Das ist eine der Waffen, die wir in den letzten Episoden gekriegt haben. Hier ist doch bestimmt was drin. Ich sehe aber auch nichts. Mal da runter? I guess. Okay, Low Gravity gefällt mir. Ist nur für den Kopf nicht so gut. Da wird doch bestimmt wieder jemand hier drin sein, oder? Warte mal. Die Waffe mit dem größten Wumms. Waffen. 127. 100. Das ist eigentlich die. Warte mal, ausrüsten. Nur für alle Fälle. Lad nach. Wer oder was bist du? Bleibt natürlich nichts über. Ist ja geil. Medipack. Dankeschön. Reicht das schon? Irgendwie war das hier zu einfach. Es stinkt ein bisschen hier. Also, Ausgang. Ausgang da oben. Oh.
Wir hätten da einfach runtergehen können. Ohne Mega-Jump. Oh. Na, willkommen ins Komitee. Halt nicht so. Gut, wir machen... Beziehungsweise... Ich bin faul, ich mach den hier. Ach so. Okay. Dann ist jetzt. Ja. Und weg hier. Druck stabil. Ah, wenn ich mir so OBS ansehe, dann ist die Aufnahme tatsächlich kleiner. Bis jetzt sind es erst 4,5 GB. Alpha Centauri. Alpha Centauri, dankeschön. Und nicht das Auge, Jemison. Le Loge. Landen. Ah, hier könnte ich eigentlich gerade meinen Ramsch wieder verkaufen. Ich glaube, da mache ich vielleicht einen kleinen Cut und mache das mal kurz. Nachdem wir das da hier gemacht haben. Und dann könnten wir eigentlich schauen, ob wir das Geld haben für ein neues Schiff. Roche ist ein wunderbares Relikt, geprägt von Hoffnung, Mumm und Forschergeist. So, ich hab da Goodies. Oh, ist es nicht überwältigend, wie viel wir schon erreicht haben? Die Sternenblüter... Die Visionen und die Musik. Ob es das alles wert ist? Matteo, hast du etwa eine Glaubenskrise? Du? Vielleicht haben die Sternenblüter recht. Was, wenn die Jagd nach den Artefakten nur in die Katastrophe führt? Kommen dir Zweifel? Wir wollen doch bloß antworten. Sind wir nicht darum hier? Wegen der hohen Suche nach Erkenntnis? Genau aus diesem Grund sind wir hier. Wenn wir die Mission jetzt abbrechen, verraten wir die Constellation. Tut mir leid. Ich will euch kein schlechtes Gewissen einreden. Ich bin bloß besorgt. Ich hoffe nur, dass wir am Ende dieser Reise immer noch wir selbst sind. Sorry für die Störung. Aber ich habe eine Bitte. Ein Großteil der Technik des Auges ist über den Jordan gegangen. Soll das Auge noch weiter blicken, sind Verbesserungen nötig. Übers Geld. Sarah und Walter haben die nötigen Teile besorgt, aber ich brauche helfende Hände. Ich würde gern Wichtigeres tun. Ja, was ist denn eigentlich kaputt? Konsolenteile, durchgebrannte Ersatzkabel und das Intercom zwischen der Station und der Loge muss optimiert werden. Das kann nicht ein Praktikant oder so machen? Jetzt bin ich einfach mal böse. Ah, das habe ich. Dafür braucht es mehr als uns beide. Hab noch ein paar Leute gefragt. Sie sind schon auf dem Weg. Ja, okay. Gut, das sieht immer noch aus wie vorher. Nein. Kurzsichtig, begib dich zum Auge. Okay. Dann werde ich erstmal Ramsch verkaufen. Dann werden wir mal zum Schiffsdude gehen und mal schauen, was neue Schiffe so kosten würde denn. Und ob sich's ausgeht. Und dann sehen wir uns wieder. Also beziehungsweise, wir sehen uns auch im Verkauf, wenn ich beim Schiffsdude bin. Und dann fliegen wir zum Auge und spielen mal Mechaniker. Also, bis gleich. Und da wären wir auch wieder zurück. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was es hier so für Schiffe gibt. Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Auto. Du findest ja. Sicher was, was dir gefällt. Das waren so die Schiffe. Kosten ein bisschen Geld. Und das geilste Schiff. Das steht da. Das kostet aber ziemlich viel und ich habe ziemlich wenig geschwendet. Der Grund dafür ist... Immer raus.
Ich habe das Schiff da gekauft. Das ist dann quasi das zweitstärkste. Und schaut mal an, wie massiv dieses Teil ist. Die Frage ist... Wo ist überhaupt der Eingang? Ich glaube, da hinten. Da komme ich irgendwie nicht durch. Ja, unser Roboter-Kollege ist damit auch ein bisschen überfordert. Jetzt kann man nicht mehr straight da reinlaufen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das Teil von innen aussieht. So. Ja, einsteigen. Ich will es erstmal sehen. Was für ein Riesen-Oschi. Oh, cool. Haben die sogar noch draußen Küken? Ihr auch? Ja, okay. Damit kann ich leben. Schränke. Das ist so Forschungslabor. Alle klar, pharmazeutisches Labor. Nehmen wir hier. Noch ein Ausguck. Lagerraum, Ausguck. Was ist denn das Cockpit? Ich bin überfordert. Hier geht's wieder raus. Galileo. Sag mal. Cockpit? Hier nach oben? Hier nach oben? Ah. Alles klar. Ein Stockwerk höher. Nochmal. Aussicht mit Lagerraum. Oh, Technikraum. Maschinenraum, vermute ich mal. Hier geht's auch wieder nach unten. Cockpit. Okay. Yo, sehr geil. Geilo Matico. Was ist hier? Kann jemand nach unten gehen? Das ist eine Kiste. Was ist das? Tür öffnen. Ah, das ist WC. Dusche, I guess. Was ist da drin? Credits! Ja, damit. Wie geht's dir, Dusty? Überhaupt nicht gruselig. Okay. Und das sind so quasi Crew-Bereiche. 1, 2, 3, 4 Betten. Mit Küche und so. Okay. Ja, geil. Cool. Hoffentlich ist es jetzt auch im Kampf besser. Und ich kann damit umgehen. Ja, würde ich sagen, fliegen wir mal. Ups. Kleiner Testflug hier. Sehr cool. Einmal rein da. Gut, abheben. Optisch kann man natürlich streiten, ob es schöner ist. Aber ich glaube, die Waffensysteme sind nicht so stark. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Das Auge. Ah, wir können da noch ein bisschen zuweisen. Können wir da eine Schnellreise dahin machen? Die Loge. Immer eins raus. Das Auge. Reisen. Dankeschön. Da vorne. Ah, vielleicht nicht ganz so schnell ran. So, andocken. Nee. Ah, jetzt. R.
einsteigen, ja, einsteigen. Moin! Ja, freut mich, Sie zu sehen. Warten, dicker Oschi. Cool. Ich hab Freude. Warum sind auf einmal so viele Sachen? Willst du das jetzt echt reparieren? Hey, würdest du diese Platten für mich verschweißen? Ah, das ging fix. Jetzt muss ich nur noch einiges prüfen. Was macht er denn eigentlich dann den ganzen Tag hier oben, wenn... Würdest du diese Teile mit mir installieren? Diese neuen, hier gibt es einige ziemlich veraltete Adapter. Okay. Wir sind fertig. Danke. Okay. Okay, hier ist nix. Also vermutlich außen rum. Deine Hände sind nicht verbrannt. Okay. Ja, und er macht gar nichts. Hilfst du mir mal? Wir sollten diese Sachen ordentlich festschrauben. Okay. Schnapp dir kurz einen Schraubenschlüssel. Das war's. Jetzt kannst du den anderen helfen. Und dafür jetzt... Aha. Ab hier übernehme ich. Gute Arbeit. Ich überwache von hier aus alles. Warst du schon bei den anderen? Du machst effektiv gar nichts. Checkst du sie auf dem Computer? Ja, ja. Verbindung testen. Mal erledigt. Okay. Das war genauso geplant. Glaube ich. Natürlich. Gut. Moin. Habt ihr falsch verkabelt? Die Station muckt auf. Ja. Ist schlimmer, als ich dachte. Ein paar der neuen Teile mucken auf. Das wird eine Weile dauern. Ich hätte den fehlerhaften Code gleich zu Anfang korrigieren sollen, Vlad. Meine Vergangenheit holt mich ein. Ich bleibe hier, bis es behoben ist. Verschone dein Haupt von Asche. Helfen kannst du aber gerne. Während wir hier mit der Augenoperation beschäftigt sind, will ich dir noch wegen was anderem das Ohr spitzen. Ja, und was? Oh, neue Skillpunkte. Moment, das machen wir jetzt gleich mal. Können wir hier? Nein, ich kann nicht. Oder Rang 2? Nö. Forschung interessiert mich hier weniger. Schubdüsen einsetzen. Oh ja. Bitte. Lehrling, 5 Schlösser knacken. Geil. Dann halt doch mal quatschen. Ich will niemanden beunruhigen. Aber wir haben noch mehr Konkurrenz. Kein Sternenblut. Captain Petrov, befehligt einen Schrottsammler namens Skow. Ist ein echtes Kuriositätenkabinett. Und er hat ein neues Stück in seiner Sammlung. Ein Artefakt. Ja. Hab ihn kontaktiert, um ihm einen ehrlichen Tausch anzubieten. Aber er meinte, dieser Stein sei unverkäuflich. Für diesen Job müssen wir wohl mit der Brechstange ran. Ist sehr ehrenvoll, aber gut, war hier eh schon die ganze Zeit. Doch, ich kann es eigentlich schon, aber ich meine jetzt eher so für Constellation und so. Ich war früher selbst ein Freibeuter, glaub mir. Aber da er sich fest daran klammert, sehe ich keinen anderen Weg. Ich schicke dich nicht alleine auf Raubzug. Sam kommt mit. Ihr beide werdet eng zusammenarbeiten. Bereite dich also gut vor. Okay. Drück das Glück da draußen. Wird es ein fetterer Kampf, wenn du sagst, vorbereiten? Naja, gut. Los geht's. Stürmen wir mal die Bude. Ach nee, ich hätte jetzt... Ich würde gern mit dir reden, wenn du mal Zeit hast. Wenn ein Grafantrieb summt, fühle ich mich lebendig. Er und sein Quatschen. Oh, wir sind gerade direkt oben. Wie praktisch. Wie ist es dir ergangen? Gut, danke. War noch ein bisschen unnötig jetzt hier oben, aber
Naja. So, abdocken. So, ach so, warte mal, wir müssen dem Graviton und gibt zumindest einen Punkt geben. Karte. Weg hier. Da ist er. Auf A. Oh, das ist ein Schiff. Moment. Mal schauen. Ja, doch, effektiv das Schiff. So, einmal springen bitte. Oh, was zum... Musste es so? Teichegeschütz? Rufen. Ihr habt auf der Skau nichts zu suchen. Unser Captain empfängt keine Besucher. Es geht um was Geschäftliches. Das ist wichtig. Wir kommen an Bord, Simco. Wir haben viel... Das stimmt doch gar nicht. Das meiste doch verkauft. Keine unangekündigten Besucher. Befehl des Captains. Okay, wir brauchen vier. Ich höre schon viele, aber ich bezahle das Schiff gerade. Ich will es mir mein eigener. Hier draußen stehen. Ich habe schon genug Zeit für. Wir sind nur hier, um zu handeln, nichts weiter. Probier's mal. Wenn das wirklich alles ist, dann. In Ordnung. Ihr könnt andocken. Macht keinen Ärger. Sonst ist jede Waffe im Laderaum auf euch gerichtet. Ja, aber der Vorteil ist, wir sind dort im Schiff und können... Können wir das Schiff nicht einfach kapern? Andocken. Geil wär's ja. Dann würde ich aber gerne das andere Schiff irgendwie mitnehmen. Und das dann wieder verkaufen. Das war teuer. Hast du Zeit zum Reden? Das wäre wirklich richtig klasse. Wird es wieder so ein Seesorgen-Ding? Ach komm, machen wir es doch mal. Manchmal erzählen die alten Hasen spät nachts in der Kneipe Geschichten. Von unerklärlichen Dingen, die sie erlebt haben. Geistergeschichten im Grunde. Ich habe schon einmal von Dingen wie den Sternblütern gehört. Aber... sie sind real. Aber wenn man jahrhundertelang das All erkundet, kann man sich einreden, man hätte alles durchschaut und verstanden, was nicht stimmt. Die offensichtliche Frage ist also, was zur Hölle sind sie? Es denken sicher alle, sie wären Aliens, aber wenn nicht, ihre Schiffe waren unglaublich, aber es waren Schiffe. Mit Antrieb und Waffen und sogar einem Grafantrieb, meine ich. Wenn es wirklich Aliens wären, müssten sie doch alienmäßiger... aussehen, oder? Ich finde nicht. Es könnte nicht. Auch geheime Freestar, Varun oder UC-Technologie sein. Aber ich weiß nicht. Es ist berechtigt, aber Aliens müssen ja nicht per se so extrem anders aussehen, weil vielleicht sind sie ja auf die gleiche Technik kommen wie wir. Ja. Wer sagt, dass er es ganz sicher weiß, der lügt. Ich habe noch eine völlig ins Blaue geratene Theorie. Sie stammt von außerhalb der uns bekannten Systeme. Okay, Hypothese. Vor Jahrhunderten spielen ein paar verrückte Wissenschaftler Siedler. Aber sie fliegen viel, viel weiter als jeder andere vor ihnen. Da feiern die Glückspilze dann ein paar Durchbrüche und ihre Wissenschaft entwickelt sich rasant. Sie kommen schneller weiter als je zuvor. Und werden Sternblüter. Das ist eine Theorie. Schön neutral formuliert. Wie dem auch sei, wir sind nicht allein. Und das ist aufregend und angsteinflößend.
Wohl wahr. So, ist jetzt Schluss mit Reden. Machen wir hier rein. Alter. Also für den Fall, dass wir hier alle umlegen, werden wir hier mal ein bisschen looten. Wer hat dich an Bord gelassen? Reicht es Petrov nicht mit den Moskitos? Oder bist du hinter der Sammlung des Captains her? Plündern. Ich bin ein Beschaffungsspezialist, der seine Dienste anbieten will. Wollen wir das? Andererseits stellen wir uns dann vielleicht gut. Moskito. Ja, machen wir es gerade direkt. Der Stein, richtig. Der ist unverkäuflich. Aber wenn du unbedingt willst, dass Petrov dich auslacht, nur zu. Wir können ziemlich überzeugend sein, wenn es um Steine geht. Wir lieben Steine. Dann geh. Ob der hat sonst noch was in diese. Wo ist diese legendäre Sammlung? Weißt du, Herr Putt, diesen speziellen Stein, huh? Die ist hier überall verstreut. Die besten Sachen stecken in Petrovs Privattresor. Und bevor du fragst, nur Petrov hat einen Schlüssel. Die Crew zu schmieren, wäre also Geldverschwendung. Okay. Den hat er von so einem Dusty, einem Erzschlepper aus den Randgebieten. Hat die ganze Zeit nur gezittert. Gut. Überall hier, sagst du. Was für ein Level hast du eigentlich? Wird mir nicht angezeigt. Aber mit euch, glaube ich, werde ich fertig. Überschaubar. Ich will jetzt erstmal runtergehen. Das mit dem Stehlen hat halt leider nicht so gut funktioniert. Allein müsst ihr mal wirklich aufräumen. Was war das? Alter! Es ist sogar so dreckig, dass diese Viecher da unten rumschwirren. Ist ja mal super eklig. Gut. Ich gehe hier wieder. Moment. Ja, ich lasse es. Noch will ich keinen Streit. Wenn wir Streit kriegen, habe ich da noch genug Zeit zum Looten. Okay. Das ist also der saubere Bereich hier. Level 8. Der Gipfel grandioser Güter. Das ist also mit der Sammlung gemeint. Okay. Die haben so viele schöne Goodies hier. Ja, also ich könnte mit dem Schiff schon was anfangen. Aber jetzt erstmal aufräumen. Schon gehört, dass wir Alien-Viecher an Bord haben? Der Captain nennt sie seinen Zoo. Alien-Viecher? Wo? Okay. Wo sind diese Alien-Viecher? Oder meinst du diese komischen Wurm-Dinger, was auch immer das ist, was da unten rumkriecht. Okay, das sind wie so Greifer, da holen sie vermutlich den Schrott rein. Ja, doch. Ach du Heilige. Howdy. Moin. Nix, ich guck mich nur um. Kennst du schon Vadik?
Die rechte Hand des Captains. Noch mehr Steine. Ist der fertigste Typ, den ich kenne. Ich habe so eine Ahnung, wo das herkommt. Sogar alte Satelliten. Naja, wem es gefällt. Ah, ich würde ja gern die ganzen Sachen mitnehmen. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Überhaupt nicht übertrieben. Okay, also wenn es hier abgeht, dann richtig. Ja. Moment, ist das der Stein? Nee. Sprich mit Petrov. Seine Erhabenheit wird dich führen. Okay. Ich schaue mich erstmal noch um. Du solltest mal duschen gehen. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay. Ich dachte gerade schon, Waffe wird gezückt, wenn ich da hinten bin. Ja, moin. Oh, wir haben Besucher. Warnik, davon hast du mir gar nichts gesagt. Wir haben Besucher. Ausgezeichnet. Fühlt euch wie zu Hause. Schließlich habt ihr einiges durchgemacht. Entspannt euch. Legt die Füße auf den Tisch. Die haben eh schon Brandflecken. Okay. Kommt doch mal ein bisschen einschmeicheln. Ich liebe Schmeicheleien. Ganz unter uns. In meinem Tresor habe ich etwas ganz Besonderes. Aber ich bin einfach zu eifersüchtig und will es alleine für mich haben. Ja, unser Artefakt, nicht wahr? Wie verlockend. Aber dann bekommt mein Security-Team einen Herzanfall. Außerdem stammen all die Schutzmaßnahmen von mir. 3, 6 Punkte. Automatisch überzeugen geht nicht. Gehört zur Constellation. Wir wollen keine Relik katalogisieren. Wo bleibt da was in der Höflichkeit? Wir haben doch dieselbe Leidenschaft. Damit ihr meinen Tresor leer räumt? Naja, oh, gut. Danke. Züge 2. Ist zu klein, eigentlich völlig. Du bist doch niemand, der mit dem Geist, was er hat, und dann das Rosam geheim halten. Ich probier's. Weil Na. Er meiner ist, darum. Okay. Oho, guter Punkt. Wir wollen deine Relikte katalogisieren. Ach, verstehe, deshalb ist es so klein. Eigentlich völlig uninteressant. 4. Ich probiere es. Es hat funktioniert? Also gut. Ein kurzer Blick kann nicht schaden. Die Leute fragen mich. Petrov, dein ganzes Schiff ist eine Demonstration der Pracht. Genieß deine Zeit an Bord. Tja, selbst die größten Sammlungen erfordern einen privaten Ausstellungsraum. Und unter uns gesagt, Diebe gibt es überall. Naja, einer ist gerade hinter dir. Ich habe keine Kosten gescheut. Auch wenn die Tür mich von meinen Schätzen trennt, so sind sie sicher. Gesera. Nur noch ein bisschen weiter. Dieses Schiff und ich haben so einige Abenteuer erlebt. Einmal habe ich ein Deimos-Schiff der Celestial-Klasse ausgeschlachtet, während es explodierte. Okay. Daher musste die Crew wochenlang unsere Hülle reparieren. Und dann krachte ich einmal versehentlich in ein Schiff der UC Navy.
Das war nach einer etwas zu feuchtfröhlichen Party, um meine größte Errungenschaft zu feiern. Doch zum Glück waren wir genau zwischen ihren beiden Schubdüsen angekeilt, sodass wir sie zurück in die Sternenwerft schubsen konnten. Ja, also das, glaube ich, auf Krawall hier wieder rauskommen, das wird ein kleiner Act. Sind ein paar Leute andererseits bei dieser einen Forschungsstation, aber uns auch recht viele Leute. Ich weiß nicht, was die Level von denen hier alle sind. Aber es gibt so viel zum Looten. Ah, okay. Private Room hier. Ah, nee, nicht im Ernst. Geil. Okay. Spielzeug. So, was davon muss ich jetzt einfach mal kurz ein Foto machen. Warte mal. So, Interface ausblenden. Ist sehr geil. Der große Moment. Moment, ich finde gerade auch noch Sachen. Ah. Wunderschön, nicht wahr? Der Verkäufer meinte, es habe zu ihm gesprochen. Als er es zum ersten Mal hielt, sei er in seiner eigenen Seele ertrunken. Leider wurde mir solche Erleuchtung nicht zuteil, obwohl ich es nun schon einige Male gehalten habe. Ich will ihn benutzen, ich kaufe es dir ab. Wie viel willst du? Oh nein. Nein, nein, nein. Es gehört mir. Sei gewarnt. Hände weg. Es wäre schade, wenn unsere neue Freundschaft durch einen Akt der Piraterie befleckt würde. Hey, wir sind keine Piraten, außer... Naja, wenn wir was wirklich brauchen. Aus wirklich gutem Grund. Ja, hast recht. Das klingt etwas piratisch, oder? Ganz leicht. Kann ich deine Meinung nicht ändern? Leider nicht. Meine Sammlung ist mir heilig. Ich will ihn noch nicht angreifen. Das Artefakt schnappen. Sorry, Peter, es ist für die Wissenschaft. Ich brauche das Artefakt. Dann stellt sich wohl nur die Frage, ob meine unendliche Liebe zu meiner Sammlung und meine Söldner dich aufhalten können. Versuche es ruhig. Wirst schon sehen, was passiert. Ich glaube, uns bleibt jetzt keine andere Wahl. Gleich. Moment, geht der jetzt? Oder bleibt der? Prototyp Ausrüstung. Haben wir sonst noch was? Da gibt es schon ein paar Sachen, die interessant werden zum Mitnehmen, aber... ich will eigentlich kein... Kampf und Zettel, aber andererseits, wenn ich dann hier alles loote, was ist denn du für ein Level eigentlich? Ja, sehe ich halt auch wieder nicht. Hätte ich wieder ganz gut Kohle. Kann ich das zumachen? Was? Emergency. Cuttable Wall. Die Frage ist, sollte man es wirklich probieren, uns da durchzuschießen? Oder wenn man eventuell... Also wenn wir jetzt hier an... Also wenn wir das hier holen und angreifen, dass wir dann versuchen, irgendwie auf schnellsten möglich irgendwie rauszukommen aus dem Schiff. Was aber dann vermutlich passieren wird, wenn wir es dann irgendwie... Ja, wir werden es ja vermutlich nicht zu unserem Schiff schaffen. Weil das ist ja hinten angedockt und die könnten dann... Na, ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber mich würde zwar schon mal interessieren, ob man
es aufschneiden kann. Ach, das ist doch kacke, aber zum... Weißt du was, ich werde mal ganz kurz speichern. Speichern. Eigentlich wollte ich jetzt keine Waffe zücken, aber... Halt! Ich gebe auf! Bitte, töte mich nicht! Okay. Wir tun nur, was wir tun müssen. Ganz ruhig, Leute. Piraten soll man nicht aufhalten. Ich greife mich jetzt wirklich nicht an. Moment. Also kann ich jetzt looten? Okay. Nimm den Anzug mit. Der ist ein bisschen was wert. Das ist nicht so viel wert. Ja, das kann ich nicht. 4000. Nimm ich mit. Das ist nichts wert. Knopf aktivieren. Ah, okay, I see. Hast Glück, dass der Captain ein Feigling ist. Mit mir wärst du noch nicht fertig. Das kann's doch nicht gewesen sein. Ernsthaft? Ah, dann wärst du dann hier rausgegangen. Ich kann jetzt wirklich einfach so looten? Und vor allem, warum ist jetzt der Point da hinten? Was ist denn jetzt? Mission kurz anzeigen. Haupt, ganz ruhig, verlasse die... Der wird mich doch 100 pro angreifen, wenn ich weg bin. Moin. Stimm mal ein paar Sachen mit, die wertvoll sind. Ja, sieht so aus. Das sind also die Alien-Viecher. Gut, hier mache ich mal nicht die Türen auf. Will ich da rein? Oder kann ich das eh nicht nutzen? Shit. Das war falsch. Nice. Sehr gut. Moin. Was ist überhaupt? Oh, Kletzig. Ja, her damit. Sehr gut. Ich schaue hier nur nach dem rechten. Da geht's wieder raus. Die würden mich alle gern abknallen. Der Captain schiebt das sicher wieder mir in die Schuhe. Ja, nee. Das kann er doch nicht machen, dass er mich da jetzt einfach alles mitnehmen lässt. Hey, ich steh dir nicht im Weg. Nimm dir alles, was du willst. Wei. Das nicht. Nee. Oh, Kiste. Jo, geile Sache. Okay. Verschwinde. Ja, bin schon unterwegs. Okay. Hier ist sonst
660. Gut. Oh ja. Du kommst mit. Das kriege ich nicht auf. Das ist zu wenig wert für mich. Ist schon ziemlich dreist. Verdammt, Petrov. Bin gerade erst warm. Ja, Anzug nehmen wir mit. Ach komm, wir nehmen das alles mit. Braucht das immerhin für die Schiffsupgrades. Geht's hier noch irgendwo hin? Nö. Dann nach unten. Hol dir, was du willst und verzieh dich, Pirat. Digi-Dietrich. Her damit. Das auch? Ja, nichts wert. Gut, hier unten. Nee. Oh ja, Granaten. Habe ich immer gerne. Dankeschön. Feldsix. Halluzinogen, alles klar. Schmeißen sich auch hier Drogen rein. Wie Dietrich. Geil. Mieser Pirat. Das hat noch ein Nachspiel. Ja, das glaube ich allerdings auch. Geil. Boah, das muss. Pirat. Das hat noch ein Nachspiel. Aber was ist das für eine Crew, die das einfach so zulässt? Hol dir, was du willst und verzieh dich, Pirat. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ah, okay, Automaten. Alter, wie riesig ist das? Okay, da komme ich nicht rein. Alle klar, weg hier. Jetzt auch nichts mehr Interessantes. Und jetzt? Wir hier schon? Lassen wir dich einfach das Schiff plündern? So sieht's aus. Okay. Lehrling. Ach du Schuh. Irgendwas mit zwei. Nee, das kriege ich so. Ah, der hier. Kriege ich nicht da weg. Da auch nicht. Nee, mit dem wird's nix. Okay. Geil. Hat sich das gelohnt? Hat sich überhaupt nicht gelohnt? Nee. Hä? Hier ist überhaupt nichts drin zum Plündern. Okay. Ja, auch nicht. Das ist noch alles Abfall hier. Okay. Und wann ist der Tresor? Ist mal mit. Bei dir konnte ich nichts machen. Moin. So, aber hier glaube ich war noch was zum Looten, oder? Ach komm, nehmen wir mal alles mit. Hier noch? Nee. Ja, nehme ich mit. Ja, passt. Okay. Ich werde hier erstmal kurz speichern. Und ich würde sagen, wir werden die Episode an dieser Stelle beenden, weil ich glaube, sobald ich in mein Schiff gehe und weggehe, gibt's Stress. Aber ja, okay. Also mit dem Ausgang habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Mal gucken, ob ich damit recht habe, dass wir dann gleich angegriffen werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald, hier in Starfield.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.